So, wir sind zurück bei Let's Play Gran Turismo 6. Wir machen direkt weiter mit der Red Bull X Challenge, wie angekündigt. Und da schauen wir mal rein. Okay, Sebastian. Willkommen zur Red Bull X Challenge. Es gibt viele unterschiedliche Typen von Rennautos. Hier wirst du lernen, ein Formelauto zu fahren. Ein Formelauto ist sehr leicht, hat viel Grip und enorm viel Downforce. Und Achtung, es reagiert sehr direkt. Mit anderen Worten, hier fährst du ein Auto, das einzig und allein konstruiert wurde, um Rennen zu fahren. Viel Spaß! Gut. Also, wir sehen hier, es gibt vier Veranstaltungen. Zwei davon kann man schon theoretisch machen. Also, man muss mit einer anfangen, muss dann die zweite wahrscheinlich freispielen. Und kann dann bald erhältlich, sieht man hier die Red Bull X 2014 Standards. Und dann, das werden dann die Super Pros sein. Hier der letzte eben mit dem 2014er Red Bull. Keine Ahnung, kommen ja in drei verschiedenen Variationen raus. Oder sind das die drei? Ah, ich habe die News dazu geschrieben und weiß es nicht mehr genau. Wir fangen auf jeden Fall an mit Red Bull Kart Masters. Und das sind vier Rennen. Und da hast du nichts dazu gesagt. Da muss ich wieder selber lesen, ha? Grundlagen des Kammersteuers, Kartlernen, simple Konstruktion, ohne Aufhängung. Ohne Aufhängung. Die Räder schweben also. Also, irgendwas wird fehlen, aber Aufhängung, ob das das komplett richtige Wort ist. Ich war kein Kart, deswegen kann ich da euch jetzt nicht sagen. Aber es kommt mir falsch vor, so viel sei gesagt. Bla bla bla. Ihr habt sicherlich schon gelesen. Ich habe bereits mit 7 Jahren mit dem Kartfahren begonnen. Okay. Poser. Versuche die Meisterschaft mindestens auf dem dritten Platz abzuschließen. Also das wird wahrscheinlich der Dings, die Voraussetzung sein, um weiterzukommen. 4 Rennen. Und das sind nicht nur Kartstrecken, aber das sieht gut aus. Steig mal ein, leg mal los. Erster Schritt auf dem Weg zum echten Rennfahrer werden Sie alle vier Veranstaltungen in den Farmen von Red Bull und landen Sie mindestens auf dem dritten Platz, um einen besonderen Preis zu erhalten. 63.000 für den Goldenen. Pam. Das wird sich lohnen. Jetzt mal sehen. Kartrennen sind erfahrungsgemäß relativ schwer, weil die Fahrzeuge alle gleich sind. Die bisher einzigen Momente, wo das Spiel wirklich anspruchsvoll wurde. Okay, 12 Teilnehmer, 125er Kart, also auch das schnellste, was wir bisher gefahren sind. Wahrscheinlich sogar noch ein weiterer Sprung wie jetzt in der Karriere direkt. Fliegender Start auf dem inneren Silverstone Circuit. Und mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Also die ersten Gegner sind schon mal hinter uns. 4 Runden. Das ist auch von der Zeit her eine angemessene Menge. Wir sehen schon, allzu viel können wir nicht rausholen. Jetzt in dieser Kurve scheint wieder was drin zu sein. Auch hier ist vielleicht, wobei da sind die Überholmanöver natürlich nicht einfach zu setzen. Mit einem guten Exit auf Start-Ziel. Jetzt fährt er mir hier im Windschatten davon. Müssen wir uns wieder dahinter setzen. Und in Kurve 1 können wir auch nochmal angreifen. Okay, also es gibt schon genügend Stellen, denke ich. Auch hier außenrum ist man durchaus schneller als die KI. Dann setzen wir uns wieder in den Windschatten. Nächste Kurve. Ja, würde ich doch zweimal überlegen, da außenrum vorbeizufahren. Da waren sie vorher jetzt auch nicht so schlecht. Verliert man sicherlich zu viel Zeit, aber jetzt hier innen rein. Das funktioniert. Jetzt haben wir auch freie Fahrt für diese Kante hier.
Das ist sehr gut, dann können wir gleich aufschließen. Halbzeit jetzt im Rennen. Die ersten drei gilt es noch zu knacken. Die werden natürlich dementsprechend schwerer. Aber ja, hier mit ein bisschen Kontakt kommen wir vorbei. Aber ich glaube, da nehmen sie einfach die erste Kurve zu langsam mal wieder. Zwei Runden oder anderthalb Runden besser gesagt. Ja, die Geraden zwischendurch sind vielleicht ein bisschen lang geraten, aber die Kurven sind definitiv geeignet für diese Karts. Auch hier wieder innen rein. Inzwischen zum Standardprogramm geworden. Und von dem her gehe ich mal davon aus, dass wenn ich es mir jetzt nicht selbst versau, das kein Problem mehr sein sollte. Dann gehen wir da in den Windschatten, dann machen wir es in Kurve 1 zum Bremsen. Jetzt gehen wir raus. Und dann ist das Ganze kein Problem. So, jetzt noch sauber zu Ende fahren. Nicht ganz einfach, weil ich noch keine freie Fahrt hatte. Und es unter Umständen vielleicht so schnell angehen lasse, aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Halbe Runde jetzt noch. Im zweiten Teil habe ich eher noch die Vorteile gehabt bisher, von dem her muss ich es gar nicht mehr auf die letzte Rille ankommen lassen. Jetzt kann ich zum ersten Mal die Kurve hier von außen anfahren. Das ist natürlich auch ein Bonus. Bisschen die Drehzahl verloren hier. Aber oh, nicht wegdrehen, das wäre fatal gewesen. Den ersten Sieg in der Meisterschaft nehmen wir hier mit. Wunderbar. Und dann müssen wir auch gar nicht lang auf die Tabelle schauen. Fischer und Crespo, merken wir uns die beiden Namen mal. Das waren die zweiten und dritten Platzierten. Ersten 60.000. Jetzt natürlich die Frage, kann man die Red Bull X Challenge spielen, wenn man kein Internet hat? Ich bezweifle es mal. Also muss ich dieses Geld zu dem nicht verfügbaren Geld hinzuzählen. Sind wir jetzt schon bei 1,4 Millionen. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Das Ganze beim nächsten Mal. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Das ist eine ganz, ganz besondere Folge. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil wie gesagt, ich werde sie jetzt gleich aufnehmen. Und ich bin selbst gespannt, was am Ende bei Rom kommt. Aber so viel sei gesagt, da wird der ein oder andere sich bestimmt wundern, was ich jetzt vorhab gleich. Aber da müsst ihr euch noch bis morgen gedulden. Jetzt gibt es erstmal die Car Challenge auf dem Autumn Ring Mini-Version. Und das Problem ist hier, Mini sagt schon richtig, die Runden sind sehr kurz, ne? Nicht viele Möglichkeiten nach vorne zu kommen. Und wenn ich mich hier einmal drehe, dann komme ich überhaupt nicht mehr nach vorne. So, 4 Runden, auch wie gerade eben. So, und die erste ist schon vorbei, in knapp über 40 Sekunden. Also, etwa eine Minute weniger Zeit, um nach vorne zu fahren. Wobei, es hätte im letzten Rennen wahrscheinlich auch gereicht. Aber man hat natürlich nur so und so viele Kurven Zeit. Der Abstand nach vorne, der da immer wieder eingeblendet wird, auf den ersten, kann man, glaube ich, auch einstellen, auf was da für eine Zwischenzeit angezeigt wird. Also auf den ersten im Rennen oder auf die schnellste Runde im Rennen oder auf den Rundenrekord. Kann man in den Optionsmenü kann man das umstellen, so viel ich weiß. Müsste ich mich schwer täuschen, wenn es nicht der Fall wäre. 3 Sekunden, also wir holen auf. Haben aber jetzt schon die zweite Rennhälfte bereits begonnen. Sind wir da außen rum? Ja, ich glaube. Fischer und Crespo, also sind wieder die beiden vorderen. Ich schätze mal, da müssen wir dann auch jedes Mal mit rechnen. Relativ einfach gestalteter Cup.
Also zumindest hier den blauen muss man jedes Mal sich schnappen, um die Voraussetzung zu erfüllen. Vorausgesetzt, man wird nicht einmal Zweiter, also man wird immer nur Dritter. So, letzte Runde, die zwei müssen wir noch schnappen. Wir müssen nicht, aber sollten wir. Wäre ganz cool. Auf jeden Fall, den gelben in die erste. Funktioniert, da sind sie nämlich nicht so gut. Dann hier die Lücke zufahren. Oh, jetzt habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich da dahinter bleibe, aber geht dann auch so. Letzten Meter sind dementsprechend schnell vorbei. Und dann können wir auch das zweite Rennen als Sieger beenden. Na, unter 40 kommen wir nicht, aber knapp drüber, 40,1 in der zweiten. Ja gut, das wird kein Problem sein, wenn man hier die die Gegner wegdeckt, sich wegdenkt. Wisst jetzt nicht, was ich meine. Also, wenn man einfach frei Fahrt hätte, so hätte man es ausdrücken können. 200 Punkte, das heißt noch ein Rennen und der erste Platz ist, also einmal Erster werden und wir sind sicher Erster. Nein? Nein. Alger Nord war eine sensationelle Strecke, hauptsächlich bekannt geworden durch die GT HD Concept Demo. Ich glaube, so hieß sie damals. Kam, glaube ich, mit dem Launch der PS3 oder kurz danach. Und da konnte man eben diese Strecke nur fahren, glaube ich. Und somit war es für einige Spieler der erste Eindruck der neuen Generation damals, was Gran Turismo anging. Dieses HD-Konzept-Ding war dann ziemlich schnell wieder vergessen. Dann war es dann auch klar, dass Gran Turismo 5 rauskommen soll irgendwann mal. Hat dann ziemlich lange gedauert. Ups. Da ist mir dummerweise mein Heck gekommen. Gran Turismo 5 wäre sicherlich deutlich besser aufgenommen worden, wenn es ein Jahr, sage ich mal, ein Jahr früher gekommen wäre, im Winter 2009. Und Gran Turismo 6 vielleicht schon letzten Winter. Das wäre also sensationell gewesen. Aber jetzt so wie es ist, jetzt hier auf der Geraden ist sowieso nichts rauszuholen. So wie es ist, im Nachhinein ist es ja auch nicht falsch gewesen. Und eben auf dieser Strecke, die den Anfang bedeutete, fahren wir jetzt. Mit den Karts. Ich denke, das ist auch ganz gut geeignet, weil normalerweise hier diese Serpentinen mit den breiten Fahrzeugen lassen nicht viel Action zu. Und die Karts sind da eigentlich ganz gut geeignet für. So, jetzt hier ist mir vor das Heck ausgebrochen. Passen wir mal lieber auf, dass es nicht passiert. Schon ist es passiert. Also hier mit den Gefällen und den Neigungen in der Strecke ist das Ganze doch anspruchsvoll. So, aber jetzt haben wir die letzten beiden Runden, da sage ich schon, es sind nur drei dieses Mal, um die ersten drei zu holen. Also eine Runde für drei. Ich schätze mal meine Erfolgschancen ein, nachdem ich hier oben rum bin, aber sieht schon gut aus, um ehrlich zu sein. Ja, also das sollte doch machbar sein. 2,2 Sekunden Rückstand. Wenn ich mich jetzt unten mal nicht querstelle, dann sollte ich auf jeden Fall die 3 noch schaffen können. Aber ich habe es gerade ein bisschen im Hals, entschuldige mich dafür. Oh, er gibt auf. Netter Kollege. Hat sich wahrscheinlich
vor Schreck gedacht, oh, lass mir den mal besser fahren. So, jetzt hier nicht das Auto verlieren. So, wenn möglich, vor dem Rechtsknick Mr. Crespo oder im Rechtsknick oder irgendwas dadurch, aber geht auch nicht vom Gas, also ja, beide oben wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ah, die Jungs fahren dann doch schon ordentlich hier in dem zweiten Teil. Also Mr. Crespo können wir zum Aufzwingen, zum Aufgeben zwingen. Ja, aber ein Quersteher zu viel, um hier B. Fischer, wie auch immer sein Vorname sein mag, zu besiegen. Ah, nicht so schlimm. Meisterschaft ist immer noch in unserem, zu unseren Gunsten. Aber natürlich, letzte Rennen muss ich jetzt gewinnen, ansonsten Punktgleichheit, Sieggleichheit, wenn er da Erster wird wieder. Dann vielleicht, wenn ich Zweiter wird, werde ich vielleicht mit dem ersten Platz noch, ja, werde ich Erster. Wenn ich nicht Zweiter werde, werde ich auf jeden Fall nicht Erster. Ich glaube, so viel ist, steht fest. Er startet von Pole, also wird auch das Rennen wieder gewinnen oder Zweiter werden. Eins von beiden, je nachdem, wo ich lande. Und die Kart Arena. Wollte schon sagen, nicht gerade die beste Strecke, um schnell nach vorne zu kommen, aber 8 Runden Zeit. Nicht die Kart Arena, die GTP Arena. Und jawohl. Ich krieg gute Musik aufs Ohr. Ich habe mich irgendwie in diesen Titelsong verliebt. Verliebt. Verhört. So, erste Runde schon vorbei. Eine halbe Minute dauert die ganze Sache nur. Und sich durchs Feld kämpfen ist natürlich auch nicht so einfach. Der Kurs hier doch sehr eng. Und man kann nicht allzu viel deutlich besser machen. Erste Kurve vielleicht außen, so dass sie... Oh, komm, fahr bitte. Auch wenn ich dir hinten... Ich glaube, wenn man sie berührt oder... Also ja, wenn man sie berührt, die KI, dann bremsen die oder gehen vom Gas. Also... Sind da meiner Ansicht nach nicht ganz optimal. Aber ich sollte mich jetzt hier wirklich beeilen. Hälfte des Rennens ist demnächst gelaufen. Jetzt muss ich ihn da außen rum erwischen. Ja, bisher die einzige wirkliche Stelle, wo ich überholen kann. Ups. Jetzt definitiv rankommen hier durch die letzte Kehre. Ja, kann ich mich sogar außen daneben setzen. Dann die erste Kurve mal normal anfahren. Und dann kann man auch die Lücken entsprechend schnell schließen. So, nur nicht das Heck verlieren, deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Auch die schnappe ich mir hier außenrum. Waren es noch 3? 2 müssen wir auf jeden Fall holen. Oh, und Fischer ist nicht Erster, also von dem her kommt uns das Spiel auch noch entgegen. Kann ich die Aggressivität 5% zurückschrauben. Jetzt wieder Vollgas hier rum. Aus dem Windschatten rein, in Kurve 1, diesmal auf der Innenbahn. Funktioniert auch deutlich besser, weiß gar nicht, warum ich da mal außen angegriffen habe. So, Fischer, im Grunde bin ich Meister, wenn es so bleibt.
Aber ich gehe jetzt natürlich noch auf Sieg. Sollte eigentlich die Möglichkeit haben, wenn ich ihn in Kurve 1 erwische. Und jetzt an den gelben Rand fahre und dann... Ah, ich muss dann natürlich diese Risikoaktion außenrum machen. Na, jetzt komme ich gar nicht mal ran. Weil ich schon übertreibe. Von dem her wird es wahrscheinlich jetzt eh nichts werden. Ja, also passt schon, zweiter Platz erneut. Aber weil halt Fischer dritter ist, sind wir Meister. Das war's dann im Grunde auch schon von der Folge. Wir bekommen einen Preis, da wir unter den ersten drei sind, hat er gesagt. Wahrscheinlich bekommen wir jetzt das Kart. Nicht alle Goldpokale, vielleicht bekommen wir auch kein Kart. Aber wenn ich dran denke, dass man bei der Season Challenge für die Bronzemedaille schon das Auto bekommen hat, 100.000 gibt es nochmal oben drauf, dann kann ich eigentlich mir es nur schwer vorstellen, dass wir jetzt nicht das Kart bekommen würden. Und so ist es. Also, die Masters abgeschlossen. Geschenkauto erhalten. Ah, wir können es noch umlackieren. Ja. Lass uns mal in den Originalfarben. Alles andere sieht irgendwie falsch aus. Einfach. Wenn Red Bull drauf steht. Ah, jetzt redest du wieder mit mir. Auf zum nächsten Level. Okay. Die Rennautos mit dem X im Namen sind Traumautos, die von Red Bull und Gran Turismo gemeinsam konstruiert wurden. Es gibt drei Klassen, von der Einsteigerklasse bis zur Super-Extremklasse. Versuche die unterschiedlichen Eigenschaften der Autos für dich zu entdecken. Dazu musst du sie fahren. Haha. Vettel. Okay, also es gibt hier doch Gold für das Gesamte. Ja, gut. Sehr gut. Muss ich nicht die Rennen nochmal fahren. Juniormeister, und es gibt doch drei. Ja, habe ich mich nicht getäuscht. Also, jetzt muss ich mal aber nochmal kurz zusammenrechnen. Sorry dafür, aber das mache ich jetzt noch kurz rein. Und zwar gab es hier 60.000 und nochmal 60.000, 120 und 40. Und nochmal 40, also 200, 300.000 zu den 1,3, 1,6 Millionen. Also bis 600.000 sozusagen gebe ich Geld aus. Für was? Das erfahrt ihr morgen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und immer dran denken. Wir hören uns wieder. Bis dann.